ganz ehrlich, ich gehe mit gemischten Gefühlen in dieses neue Jahr. Auf der einen Seite ist da die Hoffnung, dass sich vieles zum Besseren wendet. Da bin ich unerschütterlicher Optimist. Ich hoffe unter anderem darauf, dass es gelingen möge, diesen fiesen Virus in den Griff zu kriegen oder zumindest besser kontrollieren zu können und damit auch ein einigermaßen normales Leben wieder führen zu können. Und dann ist da die Hoffnung, dass sich bei den großen Themen etwas tut. Beim sorgsameren Umgang mit unserer Natur, beim Thema Hunger auf dieser Welt und in Sachen Gerechtigkeit und Frieden. Ja, und dass unser schwerfälliges Schiff Kirche sich eben nicht immer nur um Treibstoff und Personal kümmert, sondern endlich den Kurs ändert, hin zu den Menschen, die dieses Schiff allenfalls noch am Horizont vorbeifahren sehen. Und ich hoffe für mich ganz persönlich, dass meine Entscheidung im Laufe dieses Jahres aus dem aktiven Dienst auszuscheiden, mir ganz neue und ungeahnte Horizonte eröffnet und dass ich auch mehr Zeit finde, das Leben zu genießen. Sie meinen, das ist zu viel Hoffnung oder das sind zu viele Wünsche? Wahrscheinlich, denn neben dem Optimisten wohnt ja in mir auch noch der Skeptiker. Was soll sich schon groß ändern? Die Menschheit ist nicht besser geworden im alten Jahr. Warum sollte sie es im nächsten Jahr werden? Und wir sind immer noch dieselben. Und die Beharrungskräfte in unserer Kirche sind immer größer als der Wille zur Veränderung. Und viele sagen jetzt schon, du wirst schon sehen, wie langweilig das Leben wird, ohne deine vielen Aufgaben in der Gemeinde und im Kirchenkreis. Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen genauso oder so ähnlich geht. So zwischen Bangen und Hoffen, zwischen Verzweiflung und Zuversicht, zwischen Angst und Mut. Eigentlich so wie jedes Jahr. Wenigstens ist das bei mir mal mehr oder weniger so. Ich will jetzt nicht die Jahreslosung bemühen oder irgendeinen anderen frommen Spruch. Mich hat in der letzten Zeit das berühmte Stufengedicht von Hermann Hesse wieder ganz neu berührt, wo es unter anderem heißt, es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Windungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Also bereit zum Abschied sein und neu beginnen, an keinem wie an einer Heimat hängen. Ich habe das Gefühl, dass uns diese Lebenseinstellung in diesen unruhigen Zeiten mehr helfen wird, als immer nur an Vertrautem festzuhalten. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Ich habe gerade im letzten Jahr ganz oft gehört, ich will mein altes und vertrautes Leben wieder zurück. Aber genau das geht ja nicht. Wir können nichts festhalten, weder unser eigenes Leben noch das Leben der anderen. Und in unserer Region haben gerade im letzten Jahr ganz viele Menschen leidvoll erfahren müssen, dass auch das vermeintlich sichere Hab und Gut in einer Nacht durch eine Flut fortgerissen werden kann. Und wenn ich ganz persönlich im kommenden Jahr in Pension gehe, dann werde ich eben auch nichts festhalten von dem, was mir jetzt tagtäglich in meinem Arbeitsleben geschenkt wird. Darum möchte ich an der Schwelle zu diesem neuen Jahr für eine andere Lebenseinstellung werben, die uns, glaube ich, mehr helfen wird, mit all den Dingen, die im kommenden Jahr auf uns zukommen werden, leichter umzugehen. Und diese Lebenseinstellung heißt loslassen, sich auf Neues einlassen, neugierig sein, auf das, was da kommt, sich freuen über Bewegung und Veränderung in meinem Leben und sich durch die Routinen, die manchmal verlockend bequem sind, eben nicht einengen lassen. Dem neuen Jahr ganz fröhlich und mutig entgegengehen. Das wünsche ich mir ganz persönlich, aber das wünsche ich eben uns allen. Was mir dabei Mut macht und mir Sicherheit gibt, Sie ahnen es. Jetzt kommt zum Schluss, aber nicht als Schlusspunkt, sondern als Doppelpunkt, doch noch die Jahreslosung. Da heißt es, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich wünsche uns allen ein
gesegnetes, ein reiches und fröhliches Jahr 2022.